wo wir jetzt vorbei müssen. Wow. Bam, 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 bam. Yes. Aber der miteinander. Heute endlich mal wieder Bikepark ist angesagt. Ich bin da mit meinen Kumpels in Schöneck im Bikepark. Es ist nichts los, wir haben mit E-Bikes unterwegs. Und weil es ist heute aktuell, wenn man sieht, Eco-Lift-Betrieb, es ist Feiertag. Und deswegen habe ich gesagt, fahren wir mit E-Bikes. Und ja, schauen wir mal, wie oft das wir auch für den Tag kommen. Und ja, jetzt willst du erst einmal einfahren und ab in den Übungsparcours erst einmal. Also viel Spaß beim Zuschauen, bis gleich. Auf in den Übungsparcours. Erste Abfahrt. Gehen wir die mittleren. Gedroppt und jetzt zeigen wir da mal schön die erste kleine Line rein. Herrlicher Sonnenschein. Bikepark endlich wieder. Hey. Lang nicht mehr gefahren. Yes. Jawohl. Jawohl! Jawohl, da kommt ja der Max. Kommt angeflogen. Jawohl. Yeah, und mega coole Jumpline da aufgebaut. Hey. Oh, mal antesten. Ja, da kann man ein bisschen schneller fahren. Ah, jetzt läuft's. Ja, jetzt läuft's. Sauber. Oh, gefühlt war es ein bisschen. Gefühlt war es einer. Okay, wir haben jetzt durch den Übungsparcours durch und schnappen uns gleich die Enduro-Line. Der verläuft jetzt da direkt unter den Lift. Fahren wir das Ding mal wieder blind an. Okay, da hätte ich anziehen können. Jetzt müssen wir mal ein wenig aufholen. Ah, das ist wieder einer mal wieder da. Schlängelt sie da wirklich so schön durch den Wald. Ein bisschen mit Wurzeln, alles ist trocken. Ein paar so lose Steindler liegen auch rum. Ansonsten Kurven waren eigentlich auch ganz gut geschöpft. Also war jetzt nichts krass Herausforderndes dabei. Ja, lässig, hey. Wie es kann man es auslaufen da? Auslaufen da. Jo. Da hat man es nochmal die ganze Karten vom Bikepark Schöneck. Wir waren jetzt gerade da oben mit dem Übungsparcours. Geht auch der Lift an. Und wir sind jetzt den Eurer und sind die Nummer 3 und 4, die Enduro-Lines gefahren. Gibt es noch eine Flowline, die blaue, super zum Einfahren. Und eben auch noch die Downhill-Strecke, die 5er und dazwischen nur eine coole Jumpline. Da ist eigentlich alles dabei. Also auf 3, 4 Strecken alles dabei. Das ist der direkte Weg aufwärts. Wenn man kein Lift-Ticket hat, beziehungsweise in den Lift nicht geht, geht jetzt direkt rechts nebenan vorbei. Und echt gut zum Auffahren. Ist schon steile Rampen jetzt da. Und ja, wir fahren da immer so ca. 120 Höhenmeter müssen das sein. Aufwärts. Und ja, ich bin nämlich heute mit dem Lapierre GOP 2 unterwegs. Mit einem 500 Wattstunden Akku. Haben wir jetzt das zweite Mal aufgefahren. Ja, nur 89%. Ich glaube, das schaut gut aus. Also mehr wie 10 Mal fahren wir eh nicht. Dann haben wir platt. Es langt. Aber ich will es einmal mit Tour weiter ausprobieren. Schaut ganz gut aus. Magst du fast voraus, wa? Yes. Passt. Downhill, Roll and Rock. Das ist jetzt die Ansage. Roll, low laufen und los rocken. Schauen wir mal, was kann. Jetzt haben wir nämlich schon ein bisschen eingefahren. Jetzt ab in den Downhill-Wald. Max nimmt die Jumpline. Links geht nämlich die Jumpline davon. Jawohl.
nehme da mal die Umfahrung. Zap. So, da startet jetzt wirklich insgesamt 900 Meter Wurzel- und Steingeschepper. Ja, hier gibt es schon wieder geile verschiedene Lines, aber Straight Line ist eigentlich die beste. Ohne Graus runterzubringen. Ab über das Stoffeld. Jawohl. Der Drop. Ja. Geil. Max, ich komm vorbei. Bang. 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 Da hab ich jetzt vorbei gemessen. Wow. Bam, 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 bam. Yes. Oh ja, da kommt man drüber. Yeah, 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 hey. Schade, der Hüttenwirt hat nicht offen, hey. Was ist los? Um 1. Ja, passt. Dann müssen wir heute noch mal fahren. Da schaut's gut aus. Die warten schon alle am Liftbetrieb, gleich schalten ein. Mega. Gleich geht's los, gleich geht's ab. Dann ist Rock'n'Roll gesagt in Schöneck. Wir waren den ganzen Mal vorbei. Ich glaube, wir ziehen sie jetzt erst einmal mit durch ein. Passt. Kleiner Platz frei. Hängt man sich her. Mega. Guter Bock. So, das haben wir so verdient. Saubere Bockwurst und Radler. So, wir sind wieder am Uphill unterwegs. Jetzt sind wir insgesamt schon 6 Mal runtergefahren und echt immer schön kommod wieder aufgedreht. Man sieht es, ich bin in Tour unterwegs, immer so mit ca. km/h. Und wie gesagt, jetzt 6 Mal, aktuell immer nur 60% Akku. Also da, wenn man es wirklich drauf anlegt und sich ein bisschen Zeit nimmt, dann kann man da locker 10 Mal rauf und runterfahren mit dem 500er Akku. Das ist auf jeden Fall locker drin. Und insgesamt dauert die ganze Auffahrt, ich glaube, dass das kurz 10 Minuten sind, wenn man da verbracht. Ah ja, da haben wir ja schon wieder herum. Nein, definitiv. Man ist schneller, wenn man lift. Und man braucht auf jeden Fall unter 10 Minuten. Das geht wirklich ultra schnell. So, wo habe ich jetzt das Kettl? Irgendwo in der Hosentasche. Da ist. Herrlich, mit herrlichem Ausblick da. Das sind schon mega Steilkurven. Ja, kaum hat man so einen Bockwurst drin, dann läuft es schon wieder besser. Definitiv. Es gibt Power. Ab auf die zweite Enduro-Line. Schöneck hat ja 2 Enduros. Gehen alle rechts neben dem Lift entlang. Beides ähnlicher Charakter. Schön staubig und steinig. Ja. Erich Pop Trail. Das ist die Flowline am Schöneker Bikepark. Und da lassen wir uns jetzt nochmal richtig schön auslaufen. Jetzt sind wir schon reingefahren und das Ding einfach nochmal einstempeln. Yeah. Ups. Das war nix. Ah, der war schon besser. Thank you.
da wird man schon schnell. Da wird man wirklich schnell. So eine Brechsandpiste, ne. Aber die Ehre. Aber die Ehre. Das war scharf. Das war knapp. Voll um die Drift. Also alle Flurstrecke muss einfach dabei sein. Das ist halt wirklich für jedermann. Oder bei uns, wenn uns einfach Kraft ausgeht, kann man es alle drücken. Bang, hey, haben wir durch. Boah, hey, was für ein Tag. Echt, die Sonne scheint. Man ist einfach nicht mehr gewöhnt, dass das so warm ist. Mir läuft das super mal. Mir langt es jetzt auch. Wir haben jetzt insgesamt ca. 11 Mal auf und runter gefahren. Eigentlich alle Strecken mitgenommen. Die Jumpline habe ich jetzt nicht mit dran. Aber für jede Downhill, Enduro und geil eben Ausblick, der Parcours und überhaupt. Ja, hat sich heute schon wieder voll rentiert. Und mit dem Akku hat es auch gut geklappt. Wir haben 1350 Höhenmeter gefahren. Ich habe jetzt nur 25% im Akku. Bin mit meinem Bosch 500 OnTube Akku immer schön auf Tour hochgefahren. Mega. Also das rentiert sich voll geil, dass man sagt, geil. Weil mehr braucht man nicht fahren. Also, jetzt sind wir durch. Geiler Tag wieder gewesen. Ich freue mich wieder am nächsten Ausflug. Ich würde sagen, macht es gut. Ciao dabei. Servus. Deri.